Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Eigentlich habe ich mir geschworen, Kilian für den Rest meines Lebens nie wieder zu sehen. Leider Gottes sitzt jetzt doch wieder bei mir im Büro, weil wir jetzt am Wochenende sehr viel feiern gewesen sind und auch sehr viel aufgelegt haben mit Not So Cool. Folgt uns gerne auf Instagram. Und da haben mich sehr viele ältere Menschen angesprochen. Bei älteren Menschen rede ich von meiner Community, bei Leuten über 16, die gesagt haben, ey Revi, wieso machst du es eigentlich nicht mehr? Ist doch das einfachste Format der Welt und du verdienst doch damit eine Menge Geld und außerdem wollen wir das alle wiedersehen. Und habe ich mir gedacht, gut Leute, es ist eh bald nächste Woche Gamescom. Der Kack muss irgendwie weitergehen. Wir haben jetzt einen Monat Pause gemacht. In der Fashion-Szene wird sich wahrscheinlich wieder einiges getan haben. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Video. Und zwar haben wir ein wunderschönes Outfit von Leo Mascher. Ich habe das so vermisst. Das 161.000 Euro Rekord-Outfit von Leo Mascher. Ich nehme fast an, dass das Auto auf dem Thumbnail wahrscheinlich damit eingerechnet werden würde. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Super, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und schauen mal, was dahinter steckt. Oh. Ganz kurz zu dir, was ist dein Outfit heute wert? Ich habe ein kleines schwarzes T-Shirt an für 10 Euro, eine Hose für 50 Euro und die Kette hier. Das war's. Deine Schuhe? Die kosten Ultra 180. Boost 180. Ja, das ist aber sonst. Ich habe auch Ultra Boost 180, mhm. Eine Jogger von einer Marke, die ich nicht nennen möchte. Die hat 80 gekostet. Mein eigener Hoodie, da hat mich gar nichts gekostet. Ja, das war's. Okay, was wird der im Einkauf kosten? Im Einkauf oder im Verkauf? Im Einkauf und Verkauf, damit die Leute wissen, was du für eine Marke hast. Perfekt, Leute, fangen wir direkt an. Auf geht's. Geiler Wagen. Ey, das ist doch Leo Mascher. Audi R8. 137.000. Ja, man kann, wie gesagt, alles zu seinem Auto dazu zählen. Demnächst auch dann zu sehen, wenn ich 6 Elefanten dabei habe. Die zählen natürlich auch dazu. Ja, ich würde das nächste Mal auch oder mein Haus mitnehmen. Meinen vergoldeten Hut. Ja. Wow. Und der hat 15 Mille da, jetzt ist sie 12.000, glaube ich, das ist zu viel. Er hat 15 Mille ausgegeben, dafür also 15.000 Euro oder 100. Ja, aber du musst halt bei Leon Mascher musst du halt auch noch das Solarium eigentlich mit einberechnen. Also diese und die 100. Und die Zähne. Und die gebleachten Zähne, safe. Ja. Oh. Geiler Tag, geiles Wetter. Jetzt gehen wir ein bisschen hier rum. Ey, geiler Wagen. Ey, das ist doch Leo Mascher. Leo. Wirkt jetzt aber abgesprochen. Was für ein Zufall, oder? Also Mahan, das ist ja wirklich jetzt krass. Wahnsinn, Digga. Was ist? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, Alter. Ja, Leo. Yo, Bro. Warte mal, ich hoffe gleich an. Was? Bro, du hast ein richtiges Auto gegönnt, ne? Normal, Bro, normal. Man gönnt sich sonst was, Digga. Du hast so heftigen, sehr krasser Stuff. Da fragt man sich natürlich, wo hat Leo Mascher das Geld her nach seiner Geldstrafe von ungefähr 38.000 Euro? Stimmt, Digga, stimmt. Oh, wenn das Finanzamt sieht und da ist auf jeden Fall Sense, mein Freund. Aber das wünschen wir ihm natürlich nicht. Danke dir, Bruder, danke dir. Ich habe eigentlich nicht so viel Zeit, aber worum geht's jetzt? Was? Bro, ja. Wichtige Frage. Wie viel ist dein Outfit wert? Wichtige Frage. Ganz wichtig. So, als wenn Mahan jemanden trifft. Ey, Bro, ich habe eine wichtige Frage. Bro, du hast nicht viel Zeit, aber ganz kurz, wichtig. Wie viel ist dein Outfit wert? Oh, nicht mein sportlichstes Outfit, aber ich würde sagen, mit Auto und alles? Ja, mit Auto alles. Auto. So. Hast du ja V10, Audi. Audi R8. 137.000. Wow. 137.000 Euro Steuern nicht dazugerechnet, ne? Okay, krass. Alex, die Silbern. Steuern nicht dazugerechnet. Leon, also Steuern und sowas, da würde ich jetzt nicht drüber reden. Dann würde ich zu den Bam auf jeden Fall fragen. Der weiß auf jeden Fall Bescheid. Nee, warte, lass mich überlegen. Damals habe ich noch 11 Mille bezahlt. Okay, jetzt 9 Mille. Die hatten 9 Mille wert? 9 Millionen. 9.000 Euro, Bro. Nicht 9.000. Wenn er 11 Mille bezahlt, dann ist hier 2.000 Euro weniger wert. Ist bei einer Rolex normalerweise nicht Wertsteigerung? Nicht bei dem Modell, Digga. Da ist Wertverlust. Ach, krass. Das wollen wir nicht übertreiben, ne? Okay. Uhr hat 15 Mille da. Jetzt ist sie 12.000, glaube ich. 12.000, okay. 12.000 Euro, 11.000. Ja, 2 Uhren an, Digga, ist das unmöglich. Ja gut, ich meine, klar, wenn man in verschiedenen Zeitzonen lebt als Jet-Setter, dann muss man das auf jeden Fall machen, ne? Ja. Ist ein Musikvideo, das eigentlich in Brasilien gedreht sein soll, auf Malle dreht, Digga. Das ist in Brasilien. Die eine Uhr ist immer auf Copacabana gestellt, mein Freund. Okay. Wissen, Digga. Der Rest hier, die Tasche von MCM. Warte mal ganz kurz. Die Tasche, Digga. Er haut noch eine. Die Kette, die ist ein bisschen grünlich gefärbt. Die ist von Wish. Ich schließe mich aus. Von Wish. Boah, ich. Die hat, also, Real Talk. 2.300 Euro gekostet. Die versuchen das ja wieder so auf ironisch zu machen, denke ich mal, mit einer coolen Message am Ende. Ich finde, bei Leon Mascher kommt das einfach nicht an. Ich fand bei Bodyformers. Irgendwas fehlt so, weißt du, was ich meine? Ja, bei Bodyformers fand ich den ersten Teil übel gut. Boah, das ist echtes Gold von Wish. Krass. Ist gut, aber ansonsten Gucci-Hose, ne? Mhm. Ja. Die habe ich geschenkt bekommen von Apo AD. Okay. Aber ansonsten die. Digga, ich muss mich auch mal mit Apo anfreunden, Alter. 97, auch nochmal. Auch nochmal, wie viel kosten die? 150? 180. Okay. Also die Bauchtasche von MCM
500, glaube ich, ne? 500. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich mit Abstand das hässlichste Piece. Ich finde die rote Icon-Cap richtig schlimm. Ja. Und ich finde diese Tasche richtig schlimm. Das Auto kann man sich von mir jetzt rauslassen, die Goldkette kann man überstreichen. Ich würde außer Rolex und Auto würde ich gar nichts davon tragen, glaube ich. Einen roten Pulli kann man anziehen. Ja, ich weiß auch nicht, was für eine Marke das ist. Also die Gucci-Hose auf jeden Fall nicht, die Schuhe auf jeden Fall nicht, aber ich finde halt die, also... Ist die Gucci-Hose real? Die ist von APRD, natürlich ist die real. Also Euro und die von Gucci auch 500, oder? Ja, die ist von Capital Bra, die hat er mir geschenkt, Capital Bra. Okay, die ist krass. Schon, ist egal. Ich glaube, die ist nicht, doch, die ist original, doch, doch. Okay. Capital kriegt nur original. Okay, hat er mir geschenkt, auf jeden Fall korrekt. Ansonsten richtig fresh, Digga. Seine Cap. Cap ist von Ikone. Nein, kennst du Ikone, Leute, die sind aus. Boah, ich kann auch diese Cap kann ich nicht mehr sehen, ne? Ich hab gedacht, das ist dein Ohr. Die Jungs, wir müssen jetzt wieder weiter. Ich gedacht, das, ich hab, Bruder, entspann dich doch mal. Lass mich doch das Video. Lass mich doch das Video fertig. Die andere Uhr auch wieder. Was ist denn los mit dir? Ja, lass mich doch mal fertig. Immer das Video. Immer klaust du meine Uhr, Alter. Das kann doch nicht sein, Mann, Alter. Ich hab dir gesagt, ich hab gedacht, das ist deine Uhr. Nein, das ist meine Rolex. Digga, Jungs, Mann, immer. Jetzt kommt der Twist, Alter. Oh Gott, da kommen noch mehr, Leute. Was passiert denn da gerade? Was passiert denn da gerade? Alter, wo ist Flying Uwe? Die nehmen mir alles weg. Die nehmen auch dein Auto weg. Guck mal. Herr Leon, sag, die Tasche ist von Capital Bra, okay? Was ist der Typ da? Wie macht der das? Ich kenn das original. Ah, wegen Finanzamt. Wegen Finanzamt. Alter, nein. Jungs, Mann, warum wollt ihr jetzt hier? Warum macht ihr so eine Scheiße? Bro, schneide das los. Du musst das rausschneiden. Einfach mit seinem Auto weg, Junge. Ja, ich geb dir, Digga. Bro, was soll das? Ja, Digga, nimm, was ihr wollt, Mann. Nimm die Schuhe, Digga. Nimm die scheiß Nikes, Digga. Bro, warum machst du das? Leon, nimm meine Hose. Leon. Das war's mit dem Video. Bro, war natürlich ein kleiner Spaß. Hä? Genau das denke ich mir gerade aus. So. Was macht er? Was ist da gerade geschehen? Was ist gerade passiert so? Hat er sich gerade ausgezogen? Nicht nur das, Alter. Ich meine, was ist jetzt so die Kern? Mahan, was ist da los? Mahan, ich habe eine wichtige Frage an dich. Mahan, was ist das für ein Video? Also ich finde es witzig, aber irgendwie verstehe ich es nicht. Leute, übelst komischer Typ. Was ist los bei ihm eigentlich? Digga. Übelst seltsam, ich weiß auch nicht. So, Bro. Real Talk, so, ja? Leute, jetzt mal Real Talk. Spaß beiseite, die Ruhe. Leon Mascher Real Talk kann man ja eigentlich nicht ernst nehmen. Die Goldkette ist natürlich nicht original, ne? Das ist auch ganz günstig gewesen, das gute Stück. Nein, aber das Ding ist, natürlich Rolex hin oder her, eine dicke Karre, kann man sich alles mal gönnen, ne? Hm. Aber man muss trotzdem auf dem Boden bleiben und sagen, das ist nicht das Wichtigste im Leben. Ich sag euch eins, das Wichtigste im Leben ist einfach, wenn man gesund ist. Familie. Und, ja, gesund, Familie. Gesund ist er ja momentan nicht. Der war ja zweimal jetzt nicht vor Gericht beim Termin. Stimmt, da ist er momentan, der war krankgeschrieben ne? Momentan. Gute Besserung an der Stelle an dich, Leon. Krass. Und ja, Hauptsache man verdient etwas, wo man über die Runden kommt. Ne? Das genau. Ist genau, ein bisschen was über die Runden kommen. Dickes Auto gönnen ist nicht das Wichtigste, Leute. Und Leute streben halt wirklich dazu, dass sie sagen, ich will mir unbedingt so eine Karre holen oder das oder dies oder diese Klamotten jetzt tragen. Der fährt die ganze Zeit im Hintergrund rum, hast du gesehen? Fährt die ganze Zeit im Hintergrund hoch und alles klar, Digga, ich bin raus bei dem Video. Ich kann die Message einfach leider da, tut mir leid, nicht unbedingt abkaufen. Ja, das Einzige, also, was stimmt so, ist Gesundheit, definitiv. Ich sag halt wenn immer, halt Leute mit drei Rolex-Uhren private rumlaufen, Digga, und mir 10 Jahren legt da nicht viel Wert drauf, ist wichtig, dass kann ich so nicht beurteilen. Ich sag nur eins, Digga, wer privat eine Icon-Cap trägt, der kann auf jeden Fall nicht auf seine eigene Gesundheit Rücksicht nehmen, weil das Ding macht auf jeden Fall Kopfschmerzen. Gut, so. Gehen wir auf jeden Fall weiter, Leute, denn wir müssen über 10 Minuten kommen. Gesundheit und Geld, Digga, ist das Video. Du könntest es eigentlich als Zweiteiler machen, weil das Video geht ja auch nochmal 15 Minuten, hast du wenigstens für die Gamescom vorproduziert, weißt du? Super, Leute, Kilian hat eine tolle Idee gehabt, an der Stelle sind wir da noch schon raus, ist kein 10-Minuten-Video geworden, muss aber auch nicht sein, Leute. Nee, wir fangen da an und dann skippen wir, wenn die 10 Minuten rum sind, dann lädst du ein paar Tage später einfach den zweiten Teil raus. Du, Kilian, so erbärmlich bin ich an der Stelle nicht, wir machen jetzt hier einen Schritt, okay? Leute, das war's zu diesem wunderschönen Video, schaut auf jeden Fall beim Herrn Jonas vorbei. Digga, du bist noch unter 10 Minuten. Wir schauen beim Herrn Jonas vorbei, du hältst die Fresse jetzt, Kilian, das kann doch mal was unter 10 Minuten sein, okay? Okay, Bruder, machen wir so. Wir sind Sender, meine Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Kauft euch keine Icon-Cap, kauft euch keine R8. Hä, wann hast du das letzte Mal ein Video unter 10 Minuten hochgeladen? Halt die Fresse jetzt. Auf Wiedersehen, macht's gut, ciao.